Hallo zusammen. Heute möchte ich euch anhand von einigen praktischen Beispielen etwas über die Schärfentiefe erzählen, welche Möglichkeiten gibt, die zu beeinflussen. Der Peter, der hat mir zwar den Vorschlag gemacht, das anhand von Aktfotografie zu erklären, aber ich habe mich dann doch ein bisschen anders entschlossen. Oh. Jetzt hatte ich kurzfristig überlegt, ob man mich mit dem grünen Hemd überhaupt vor dem grünen Hintergrund sieht, weil ich ja so zart bin. Schärfentiefe. Es gibt eigentlich vier entscheidende Komponenten, womit ich die Schärfentiefe beeinflussen kann. Das ist zum einen die Brennweite, die ich nutze. Das ist die Sensorgröße, der Abstand zum Motiv und was eigentlich mit am wichtigsten ist, ist die Wahl der Blende, um das zu beeinflussen. Die unterschiedliche Schärfentiefe, die entsteht durch die Sensorgröße, lässt sich ganz einfach an einem krassesten Beispiel zeigen. Einmal einer Vollformatkamera und einmal einer Kompaktkamera, die einen winzig kleinen Sensor nutzt. Bei den kleinen Kompaktkameras ist das meistens so, dass ich wirklich von vorne bis hinten das komplette Bild scharf habe, wohingegen ich bei einer Vollformatkamera ganz gezielt die Schärfe setzen kann auf einen bestimmten Punkt. Es gibt da auch Formeln drüber, wie sich das verhält, Sensorgröße zur Brennweite, zur Blende und so weiter, wie das Licht einfällt. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wer das nachlesen möchte, kann das sicherlich im Internet machen. In Wikipedia gibt es da ellenlange Formeln zu. Ich möchte das aber euch ganz praktisch zeigen, damit das jeder verstehen kann. In der Landschaftsfotografie ist meistens das Ziel, dass ich eine durchgehende Schärfe habe, vom Vordergrund bis zum Horizont, dass alles scharf abgezeichnet wird. Da kann ich zwei Dinge mir zunutze machen. Einmal die Brennweite, das heißt, ich nehme ein weitwinkliges Objektiv. Je weitwinkliger das Motiv ist, umso größer ist auch die Schärfentiefe. Sprich, wenn ich mit einem Tele fotografiere, einem 300er Tele zum Beispiel, habe ich geringere Schärfentiefe wie mit einem 28er Weitwinkel. Die nächste Komponente, um die Schärfentiefe zu beeinflussen, ist kameraseitig. Das heißt, ich wähle eine ziemlich große Blendenzahl. Das heißt, die Blende schließt sich, lässt weniger Licht durch, zeichnet dadurch einen größeren Bereich scharf im Bild. Hier bei Landschaftsfotografie und wenn ich ein Stativ nutze, wodurch sich durch das Abblenden ergeben sich längere Verschlusszeiten. Das heißt, da macht es schon Sinn, ein Stativ zu nutzen. Hier habe ich jetzt an der 700er eine Blende von 11 gewählt und habe ein 28er Objektiv drauf, 28mm Objektiv drauf und ergibt sich hier eine Zeit von einer 60stel Sekunde. Ich habe die Kamera auf den A-Modus gestellt und wenn ich jetzt ein Bild mache mit einer Blende 11, dann kann ich, wie hier auf dem Beispiel sehen, zeichnet das schön von vorne bis hinten durch scharf ab. So, um euch nochmal zu veranschaulichen, welchen Einfluss die Blende auf die Schärfentiefe hat, habe ich mir hier ein Motiv ausgesucht, ein ziemlich knurriger Baum und den möchte ich vor dem Hintergrund freistellen, sodass er mehr ins Auge fällt. Das heißt, den Hintergrund möchte ich schön verschwommen haben und das eigentliche Motiv scharf. Wenn ich jetzt wie eben bei der Landschaftsfotografie die Blende auf 11 stelle und habe den Baum scharf gezeichnet, dann habe ich auch zwangsläufig den kompletten Hintergrund scharf. Wenn ich das verhindern möchte, muss ich wieder im A-Modus, also in der Zeitautomatik, ich wähle die Blende vor, eine ganz kleine Blendenzahl wählen. Das heißt, bei der kleinen Blendenzahl ist die Blende besonders geöffnet. Bei diesem Objektiv ist die größte Öffnung der Blende 2,8. Und wenn ich jetzt dasselbe Bild nochmal mache,
dann kann ich gut erkennen, dass der Hintergrund anfängt zu verschwimmen und das Hauptmotiv tritt etwas hervor. Ich habe jetzt hier die Brennweite auf 70 mm gestellt bei diesem Objektiv und komme dann auch schon wieder in einen leichten Telebereich rein, wodurch dieser Effekt auch noch wieder verstärkt wird. Um den Effekt noch mehr zu verstärken, sprich den Hintergrund noch weicher zu zeichnen und das Hauptmotiv noch mehr hervorzuheben, also im Gesamten die Schärfentiefe noch zu verringern, habe ich jetzt ein 200 mm Objektiv aufgesetzt, wähle wieder eine Blende von 2,8 und wie ihr an dem Beispielbild seht, wird nun der Hintergrund komplett aufgelöst. Anfangs angesprochen gibt es noch eine Komponente, die die Schärfentiefe beeinflusst. Und zwar ist das der Abstand vom Motiv zur Kamera. Das heißt, je dichter ich an einem Motiv dran bin, umso geringer wird die Schärfentiefe. Wenn ich also mit einem Makroobjektiv 180 mm 40 cm an einem Motiv dran bin, beträgt die Schärfentiefe meist nur wenige Millimeter, selbst wenn ich auf F11 oder mehr abblende. Hingegen bin ich mehrere hundert Meter von einem Objekt entfernt, mit selber Brennweite und blende so stark ab, beträgt die Schärfentiefe mehrere Meter. In der Praxis versuche ich immer, diese vier Dinge zu nutzen, zu kombinieren, wenn möglich, um diesen Effekt entsprechend zu verstärken. In der Porträtfotografie zum Beispiel möchte ich den Hintergrund am liebsten komplett verschwommen haben und nur ganz selektiv die Person scharf gestellt haben, sprich die Augen müssen scharf sein und da nutze ich wieder andere Komponenten. Ich nehme einmal ein mittleres Teleobjektiv um die 100 mm oder aufwärts und ich öffne ziemlich stark die Blende. Dafür sind lichtstarke Objektive natürlich sehr hilfreich, wenn ich mit einer Blende von 1,4, 2,8 arbeiten kann. Und damit komme ich auch sehr gut zu meinem Ziel, dass ich den Hintergrund schön verschwommen habe. Eins zu dem unscharfen Hintergrund. Ihr habt bestimmt schon mal öfter den Begriff Bokeh gehört, wo gesagt wird, das Objektiv hat ein besonders schönes Bokeh. Das ist praktisch, damit wird dieser unscharfe Bereich bezeichnet, der also hinter dem Hauptmotiv liegt, der durch die Bauart der Blenden ganz unterschiedlich sein kann. Eins der krassesten Beispiele ist zum Beispiel ein Spiegelobjektiv, ein Spiegeltele. Von Sony gibt es das 500 mm f8 mit einer festen Blende. Und bauartbedingt durch den Spiegel verursacht das also in spiegelnden Flächen im Hintergrund, zum Beispiel wenn Wasser ist oder ähnliches, solche kleinen Kringel im Hintergrund. Ja, das kann man gezielt einsetzen, für manch anderen ist das störend, ist aber baubedingt so gegeben. Dann gibt es zum Beispiel ein spezielles Objektiv auch von Sony, das ist das 135 mm SDF. Das hat zwei Blenden. In der zweiten Blende ist ein Übergang, eine Art Verlaufsfilter drin, was einen ganz besonders weichen Übergang zwischen den scharfen und den unscharfen Bereichen im Bild macht. Denn ist es noch wichtig, dass man darauf achtet, wenn man ein Objektiv kauft, womit man öfter Dinge freistellen möchte, sprich den Hintergrund verschwommen hat, dass die Lamellen möglichst rund sind. Das steht auch in der Beschreibung dann immer drin, dass die Lamellen kreisrund angeordnet sind. Und je mehr Lamellen in dieser Blende sind, umso harmonischer wird auch nachher das Bokeh und der Hintergrund. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden und konntet ein bisschen von dem, was ich euch erzählt habe, mitnehmen. Und wenn ihr noch Fragen habt, beantworte ich die gerne im Forum. Tschö, bis zum nächsten Mal.